Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie man im Viber Messenger eigenes Stickerpack erstellt. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Der Viber Messenger kann jetzt eure eigenen Stickerpacks erstellen. Jetzt können wir jedes Foto, Memo und jede Phrase in Copyright-Aufkleberbalken verwenden und sie an den Chat an jede andere Benutzer senden, da eure Gefühle ohne Worte ausdrückt. Derzeit ist die Möglichkeit, Aufkleber zu erstellen, nur in Viber unter Android verfügbar. Wenn Sie diesen Messenger auf Ihrem PC und iPhone verwenden, können Sie Autorensticks im Chat empfangen, an andere Benutzer senden und aus dem Sticker Store herunterladen. Später im Video werden wir uns genauer ansehen, wie Sie Ihr eigenes Stickerpack erstellen. Also fangen wir an. Um Ihr eigenes benutzerfreundlicher Stickerpack zu erstellen, öffnen Sie Viber More Sticker Store. Das Symbol zum Erstellen eines Stickerpacks soeben rechts neben dem Zahnrad. Überlegen Sie sich einen passenden Namen für den Stickerpack, damit es leicht zu finden ist. Geben Sie dann eine Beschreibung ein, um zu verdeutlichen, worum es geht. Die Beschreibung ist besonders wichtig für offene Stickerpacks. Der erste von Ihnen erstellte Aufkleber wird zum Symbol des Stickerpacks im Menü. Außerdem sollte Sie entscheiden, ob es geschlossen oder geöffnet sein soll, für alle verfügbar. Nun wollen wir sehen, wie man einen Sticker erstellt. Hier drücken wir die Plus-Taste und sehen drei Optionen, um ein Foto aus der Galerie aufzunehmen, mit der Kamera zu erstellen oder einfach nur ein Doodle. Beginnen wir mit der richtigen Reihenfolge. Wählen Sie Galerie, suchen Sie das gewünschte Foto und klicken Sie drauf. Dann können Sie es bearbeiten und verschiedene Elemente hinzufügen. Zauberstab entfernt im Hintergrund. Verwenden Sie Ihre Finger, um das Foto zu drehen oder zu vergrößern. Mit der Textschaltfläche können Sie eine beliebige Phrase hinzufügen. Stickers ermöglicht das Hinzufügen eines beliebigen Aufklebers auf der Viber-Sammlung und Doodle fügt jedes Wort oder jede Zeichen hinzu, die von Hand gemacht werden. Sobald Ihr Aufkleber fertig ist, klicken Sie auf Speichern. Die maximale Anzahl von Aufklebern in einem Aufkleberpaket beträgt 24. Sie können auch insgesamt nicht mehr als 20 benutzerdefinierte Aufkleberpakete erstellen. Sie können den Aufkleber bearbeiten oder löschen. Dies kann jedoch erfolgen, nur bis Veröffentlichung. Nach der Veröffentlichung ist keine Bearbeitung mehr möglich. Um einen Aufkleber zu entfernen, klicken Sie auf das Kreuz daneben auf der Seite des Aufkleberpakets. Um es zu ändern, klicken Sie einfach drauf. Sobald die Erstellung der Sticker abgeschlossen haben, müssen Sie sie nur noch veröffentlichen. Klicken Sie dazu unter auf dem Bildschirm auf Stickerpack erstellen. Bitte beachten Sie, dass Sie das soeben erstellte Stickerpack nicht mehr ändern können, sobald Sie es veröffentlicht haben. Überprüfen Sie also zunächst, ob hier alles in Ordnung ist und veröffentlichen Sie es anschließend sicher. Nach der Veröffentlichung wird Ihr Stickerpack im Sticker-Menü angezeigt. Um einen dieser Aufkleber zu senden, öffnen Sie das Menü und suchen Sie es in dieser Liste. Öffnen Sie es und klicken Sie auf dasjenige, das Sie senden möchten. Das ist alles. Jetzt kann jeder Viber-Benutzer eure Sticker empfangen und andere Benutzer erwähnen. Um Sticker von einem Computer zu senden, müssen Sie sie zuerst in das Programm hochladen. Dazu müssen Sie auf das nächste Symbol klicken und das Stickerfeld öffnen. Drücken Sie dann den Aufwärtspfeil, um alle Ihre Stickerpakete anzuzeigen. Um die von Ihnen erstellten Stickerpakete zu Viber für Ihren Computer hinzufügen, müssen Sie die Synchronisier-Taste drücken. Nach der Synchronisation können Sie sie verwenden.
Wie Sie sehen können, können Sie ein offenes und geschlossenes Stickerpack erstellen. Sie können den Zugriff anderer Benutzer des Messengers auf das Stickerpack Ihres Autos öffnen oder anschließen, wenn Sie ein Pack erstellen. Nach seiner Veröffentlichung ist es nicht mehr möglich, den Status zu ändern. Wenn Sie ein geschlossenes Stickerpack erstellen, können Sie Aufkleber von diesem an jeder Chat senden. Aber niemand außer Ihnen kann den gesamten Inhalt senden. Jeder, der einen Aufkleber aus einer geschlossenen Packung erhält, kann ihn an einen anderen Chat weiterleiten. Geöffnetes Stickerpack erhält einen eindeutigen Link. Zum Herunterladen benötigt ein anderer Benutzer einen Link dazu, um den Link zum Packen mit Freunden und Familie zu teilen. Sie müssen entweder einen Aufkleber aus diesem Paket an den Chat senden. Wenn Sie draufklicken, können Sie andere Chat-Teilnehmer Ihr gesamtes Stickerpack herunterladen. Oder senden Sie einen direkten Link zum Stickerpack an einen bestimmten Benutzer. Wie lädt man ein Stickerpack des Autos auf Ihr Telefon herunter? Erstens muss es offen sein. Und zweitens sollten Sie entweder einen Sticker aus der Packung oder einen Link dazu erhalten. Wenn Sie auf einen Sticker klicken, werden Sie automatisch zu der Seite weitergeleitet, auf der Sie ihn herunterladen können. Jeder offene Stickerpack hat einen eindeutigen Link. Damit andere Benutzer es herunterladen können, teilen Sie ihnen den Link zum Paket mit. Die Stickerpacks des Autos in Viber sind völlig kostenlos. Sie können sie frei erstellen, herunterladen und verwenden. Der erstellte Stickerpack kann leicht entfernt werden. Gleichzeitig bleiben alle heruntergeladenen Pakete in Benutzersammlungen. Um einen Stickerpack zu entfernen, öffnen Sie das Sticker-Menü und klicken Sie auf das Zahnrad oder öffnen Sie Einstellungen Sticker Store Zahnrad. Bevor Sie dies tun, denken Sie daran, dass das Löschen aus Viber irreversibel ist. Niemand sonst kann es herunterladen. Die heruntergeladenen Dateien verbleiben jedoch in Sammlungen des Benutzers. Das Entfernen des Stickerpacks kann bis zu 2 Stunden dauern. Wenn Sie zu einem neuen Smartphone wechseln und sich Sorgen machen, ob Ihr Copyright-Stickerpacks verschwinden, müssen Sie sich darüber keine Sorgen machen. Sie können sie auf Ihr neues Gerät herunterladen. Klicken Sie dazu hier auf Mehr, öffnen Sie den Sticker Store und dann auf Einstellungen. Scrollen Sie zum unteren Bildschirmrand und klicken Sie hier auf Meinen Sticker wiederherstellen. Anschließend werden Ihre Stickerpacks auf Ihr neues Gerät heruntergeladen. Wenn der Stickerpack geöffnet ist, können Sie es über einen direkten Link aus dem Sticker Store herunterladen. Wenn Sie sich für einen Wechsel zu einem neuen Telefon entschieden, haben Sie ein gutes Video zum Übertragen von Daten von einem alten Gerät auf ein neues. Der Link befindet sich in der Beschreibung unter diesem Video. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Daumen hoch und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.